Das ist eine Gratwanderung, muss man auch dazu sagen, denn gerade bei Berichterstattung über Suizide, über Selbstmordversuche gibt es sehr strenge Regeln und Vorgaben und eine auch sehr strenge Abwägung, ob man über so etwas berichtet oder nicht, ob hier öffentliches Interesse vorliegt. Wir hatten ja leider erst vor kurzem so einen Fall, den Fall Kellermeier. Auch da hat das öffentliche Interesse überwogen und ähnlich ist es in Bezug auf den Fall Jenewein, wenn man sich nämlich die politische Komponente ansieht. Und das ist das, was David Hermann Meng vorher auch ausgeführt hat. Da gibt es diesen Datenstick, der sichergestellt wurde und wo brisantes Material drauf ist. Eben diese Anzeige gegen eine, muss man sagen, fast Unzahl an Funktionären der Wiener FPÖ. Das geht vom ehemaligen Chef Heinz-Christian Strache über Johann Gudenus bis hin zum jetzigen Chef Dominik Knepp und zig andere Funktionäre. Und die Staatsanwaltschaft vermutet, dass diese Anzeige, das ist wohl naheliegend, wenn sie sich auf dem Stick von Hans-Jörg Jenewein befunden hat, aus der Feder von Hans-Jörg Jenewein kommt. Und da gibt es jetzt auch innerhalb der FPÖ natürlich die Mutmaßung, hat die Hans-Jörg Jenewein diese Anzeige im Auftrag des FPÖ-Parteichefs Herbert Kickl eingebracht. Herbert Kickl selber bestreitet das ja, muss man sagen, gilt die Unschuldsvermutung. Aber es hat natürlich für enorme Aufregung innerhalb der FPÖ gesorgt. Sollte der Parteichef gegen eine der Landesgruppen hier sozusagen über den Umweg eines parlamentarischen Mitarbeiters anonyme Anzeigen einbringen. Und man muss dazu sagen, Gerüchte, dass anonyme Anzeigen in unterschiedlichster Form aus dem Umfeld, ich sage bewusst aus dem Umfeld von Herbert Kickl gekommen sein sollen, die gab es immer wieder. Wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung und es wird jetzt von Seiten der Justiz und der Staatsanwaltschaft aufgeklärt werden. Aber das sorgt parteiintern für ganz, ganz große Wellen momentan. Jetzt hat der David Hermann Meng eh schon vorher gesagt, Herbert Kickl hat ohnehin schon einige Landesgruppen gegen sich aufgebracht in den letzten Monaten, wo es immer wieder Unzufriedenheit gab, insbesondere auch mit seinem sehr radikalen Kurs in der Corona-Politik. Und diese Landesgruppen, die Herbert Kickl sehr kritisch gegenüber stehen, für die ist das so etwas wie der letzte Tropfen jetzt, der dieses Fass zum Überlaufen bringt. Herbert Kickl selber dürfte hinter den Kulissen aber schon sehr klar gemacht haben, er denkt nicht daran, zurückzutreten, er will FPÖ-Chef bleiben, er kämpft darum, hat das anscheinend in seinem Umfeld auch schon sehr deutlich kommuniziert. Und jetzt gibt es meiner Meinung nach zwei Dinge, die anstehen. Das eine ist, ich gehe davon aus, dass Herbert Kickl sehr zeitnah, vielleicht noch heute sogar, an die Öffentlichkeit gehen wird und hier zum großen Gegenschlag ausholen wird. Aus seinem Umfeld sagt man, er plant so etwas wie einen Gegenschlag gegen den gegen die Medien. Wenn man sich ein bisschen so die Twitter-Postings von einigen FPÖ-Politikern anschaut, dann kann man sich die Tonalität da auch schon vorstellen, wie Herbert Kickl das anlegen wird. Auf der anderen Seite, was der David gesagt hat, ist die Frage, kommt es zu einem Präsidium bzw. einem Vorstand der FPÖ, wo das Ganze thematisiert wird und wo wohl vor allem dann die Gegner von Herbert Kickl versuchen würden, ihn zu einem Rücktritt zu bewegen. Also die Lage innerhalb der FPÖ, die spitzt sich extrem zu.